Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thief. Wir befinden uns immer noch hier auf der Mission, in das Haus der Blüten zu kommen. Und momentan scheitere ich an genau eben dies. Aha. Müssen wir hier rein? Müssen wir hier vielleicht erst rein, oder wie? Aber nein. Wir können da rein. Was ist denn hier? Der Sirenentest. Taverne? Sirenennest, verdammt. Warte mal, in einer Taverne kann man doch. Taverne kann man doch mit Sicherheit. Guck an. Muss es in der Kanalisation lassen. Darf nichts verraten. Was? Sie werden mich verfolgen und im Schlaf töten. Ja, schön für dich. Gott, was ist, wenn Sie die Schwermut sind? Hey du. Oh Gott, oh Gott. Ich habe etwas für Ja. all eure Ja. ruchlosen Was ist ein Jahrmarkt? Bedürfnisse. Oh. Ah, Gott sei Dank. Gut, Feuerfall. Ich brauche einen normalen Fall. Einen normalen Fall? Ja. Ach so, hier, kaufen. Ich habe nur fünf. Hallo? Das ist aber hier Wasserfall. Warum kann ich die nicht kaufen? Ach, mein Inventar ist voll. Okay, ein Seilfall. Die muss ich auch noch unbedingt nachkaufen. Stumpfer Fall, Mohn brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Verkaufen, Werkzeuge. Ach, hier den Schraubenschlüssel. Genau, den kaufen wir uns mal. Ja, den möchte ich sehr gerne kaufen. Weiter. Oha. Und die Rasierklinge oder der Drahtschneider? Deaktivieren von Fallen und Alarmen. Ich glaube, der ist nicht schlecht. Den kaufen wir auch mal. Ich glaube, damit tun wir uns selbst einen Gefallen. Gut, und ich glaube, das war es auch. Immer wieder gerne. Ach, wie schön. Was haben wir hier oben? Verzögert die Sache. Nur Mut. Nur Mut. Kann ich dich hauen? Nein, ich kann dich nicht hauen. Boah, du guckst mich so böse an. So, oder? Okay. Gut, ich glaube. Ja, ich möchte wieder rein. Okay, Haus der Blüten. Okay. So, liebe Leute. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie in das Haus der Blüten komme, über irgendwelche Wege, die ich mit einem Schraubenzieher oder so oder mit diesem Schraubenschlüssel öffnen muss. Wir müssen hier lang, das ist doch Quatsch. So. Wir gucken jetzt einfach nochmal nach. Ach so, euch kenne ich doch. Ja gut. Genau, hier sind wir wieder. Ich bin. Naja, voller Zuversicht, dass wir es aber mal schaffen. Der Hunger wird schlimmer. Ich Alter. habe 6 Mäuler zu stopfen mit einem Apfel. Mach nicht denselben Fehler wie Ruger. Was hat er Ja. jetzt wieder gemacht? Brot gestohlen. Okay, Die runter. Schwarzkittel haben ihn aufgeknüpft, bevor es hinten wieder rauskam. Wie war das hier mit der Wache? Okay, keine Wache. Gut, hier komme ich in ein Zimmer. Hier komme ich nicht rüber. Wieso ist da ein Seilfall, wenn ich da nicht reinkomme? Und vor allen Dingen das. Moment mal. Geh mal hoch. Ich guck mal kurz was. Der Seilpfeil. Das war der Fall. Beziehungsweise das Seil, das kann mich ja gar nicht hier reinbringen. Weil dann würde ich hier doch einfach ins Wasser klatschen. Der ist dafür gar nicht gedacht, oder? Nee, hier ranziehen kann ich mich auch nicht. Sag mal. Ernsthaft? Okay, war. Keine Wachen. Gut, ich komme hier nicht rüber. Hier ist ein Seilpfeil. Beziehungsweise hier ist ein Seil. Und mit dem stumpfen Pfeil kann ich auch hier nichts machen. Gibt es hier irgendeinen Mechanismus? Irgendeinen gottverdammten. Das ist ein Gag. Ne.
Leute, wenn das jetzt... Liebe Leute, ihr könnt euch jetzt gerade eben nicht vorstellen, nicht mal ansatzweise vorstellen, wie ich mich hier gerade fühle. Und das meine ich total ernst. Ich würde ja gerne lachen, aber momentan bin ich ehrlich gesagt sogar ein bisschen knatschig auf mich selbst. Naja, Haus der Blüten, willkommen. Ja, schmutzige Geheimnisse. Gott. Ich wechsle den Beruf, ganz ehrlich. Das ist doch nicht normal. Boah, ist das peinlich. Ich habe den Ring, den Besser wollte, direkt vom Finger des Diebesfingergenerals selbst gestohlen. Diesen Spürhund des Barons. Aber das bringt mir keine Antworten. Erst erzählt mir Besser, dass ich ein ganzes Jahr nicht in der Stadt war. Und dann sagt mir die Königin der Bettler, ich hätte geschlafen. Wie... Danke. Schmutzige Geheimnisse. Oh Gott. Ihr erster Besuch, Sir. Wo ist Madame Zhao Zhao? Ich will zum Haus der Blüten. Findet den Eingang in das Bordell. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu ihr. Bitte folgt mir, Sir. So. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. In den Eingang des Bordells. Vogel dem reichen Mann. Ui. Oh, doof! Doof! Bleib stehen, Dieb! Nein, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid! Hör auf, hör auf! Oh Mann, was ist das? Hör auf, nicht! Oh Mann, ich komm! Ja, sagt mir die Königin Bettler, ich hätte geschlafen, seit die Bettler meinen Körper gefunden hätten. Aber warum erinnere ich mich nicht dran? Vielleicht hat mich diese Schwermut befallen, die ich über... Ja, Mann, lass mich in Ruhe lesen. Ihr erster Besuch, Sir? Wo ist Madame Zhao Zhao? Ich will zum Haus der Blüten. Wenn ihr Schurken mich also überfallen wollt. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu ihr. Wo denn? Bitte folgt mir, Sir. Ah. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Ich fühle mich so bloßgestellt. Wenn jemand sieht, dass ich zu diesen Blüten gehe, bin ich ruiniert. Keine Sorge, Sir. Madame Zhao Zhaos Haus der Freuden ist nicht ganz billig. Ihr werdet dort nur unter euresgleichen verkehren. Ha, denkt ihr, Adlige zerreißen sich nicht das Maul wie euresgleichen? Die sind noch schlimmer. Mir wurde gesagt, meine Identität würde geschützt. Oh, das wird sie, Sir. Das wird sie. Was ist das für ein Puff? Na, klemmt sie wieder? Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich euch helfe. Nein, natürlich nicht, Sir. Aha. Wir hätten den Sommer in Blackbrook verbringen sollen. Stolpert nicht, Sir. Bleibt immer im Licht. Ich wusste, Zhao Zhaos Freudenhaus steht an einem diskreten Ort, aber das... Es macht sich bezahlt, verborgen zu sein, Sir. Ja, bezahlen werde ich wohl. Ich werde krank, das spüre ich. Ui. Oh, das ist... Bist du oft hier? Oh. Guten Abend, Sir. Dieser Gestank, ist das irgendein Kanal? Das ist der Fluss. Oh Mann, hau ab. Ich brauche keine Geschichte. Hau doch ab, Mann. Ernsthaft? Ich hab den nicht gesehen. Ernsthaft? Leute, ernsthaft? Ich will jetzt nicht so viel. So. Da war doch noch einer, oder? Autsch. Mann, Leute, das gibt's nie. Was ist denn los heute? Ja, Mann. Boah, so oft, wie ich gestorben bin, ne? Ja, vielleicht hat mich schwer mich befallen, wie sich überall ausbreitet, mit Sicherheit. Oh Mann, das ist doch nicht... Ey, normal ist das aber nicht, ne? Kann ich den hauen?
Jede Nacht derselbe Albtraum. Duppidupidum. So, jetzt hast du keine Münzen mehr, um die Nutzen zu bezahlen. Haha. Bist du oft hier? Oh, oh. Guten Abend, Sir. Dieser Gestank. Wie komme ich jetzt dahin, verdammt? Kanal? Aber das Problem ist, hier ist ja auch noch jemand, ne? Scheiße, treibt flussabwärts, Sir. Komm nicht auf dumme Gedanken. Madam war immer gut zu dir. Aber wartet mal. Ich habe doch jetzt... Ich zucke bei jedem Geräusch zusammen. Ist es hier sicher? Hm? Ich weiß nicht. Ich bring den Kerl um, der das war! Oh. Da hast du recht. Das solltest du machen. Komm raus! Bring wir's zu Ende! Hä? Hm? Dieb! Nein! Und hier unten noch einen Kopf. Nein! Nochmal! Jetzt ich! Komm schon! Hör auf, mich zu hauen, du Mistkind! So. Mann! Nochmal unten drauf und nochmal unten. Nochmal einen auf den Kopf und nochmal einen auf den Kopf und nochmal einen auf den Kopf. Mann! Mistkind hier. So, was ist das hier? Oh. Alles richtig. Rahmen schwimmt immer oben. Boah, ich bin so laut und ungeschickt, ne? So, wo sind sie denn jetzt? Ohne dass ich wachen nochmal. Ja, die sind schon unten. Schön, warten sie auf mich. Ich trage zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Ach komm. Ich muss mich reinschleichen. Wir haben euch erwartet, Sir. Dürfte ich eure Einladung sehen? Oh, die Einladung? Oh, natürlich. Ich hatte sie hier bei mir. Ich finde das blöde Ding nicht. Egal. Sir, tut mir leid, aber Madame Zhao Zhao besteht auf absolute Sicherheit. Kein Eintritt ohne Einladung. Oho. Und das hättet ihr mir nicht vor meinem Ausflug in die Halbwelt sagen können? Spart euren Atem für den Rückweg, Sir. Das ist ja unerhört. Demütigend. Nach allem, was ich erdulden musste. Die Regeln dienen eurem Schutz, Sir. Wenn wir jeden Idioten reinlassen würden... Jeden Idioten? Ja, jeden Idioten. So, und jetzt kommen wir hier drauf, richtig? Und hier nicht? Wir können hier nicht drauf? Aber hier kommen wir nicht? Oh. Okay, nein. Wir bleiben noch weiter geduckt. Okay. Vorsichtig. Können wir jetzt endlich... Ihr habt's gemerkt, ich war ein bisschen ruhig. Weil ich irgendwie... irgendwie dann doch schon ein bisschen, ja, nicht unbedingt glücklich war über meinen Fortschritt. Und irgendwie, das kann es hier doch nicht sein, oder? Jetzt, wo hier keiner ist, da pisch... Aha. So. Hallo? Hallo, ich bin hier. Ich sollte erst in Madams Gemächern suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Bums. Lalala. Achso. Halte E. Wir wollen ja nicht, dass der kleine Mann hier irgendwie Aufmerksamkeit erregt. So. Weg mit dir. So. Ab in die Ecke. So, ganz vorsichtig. Ich glaube, ich habe meinen Vetter gesehen. Oh. Die Maske ist eine echte Verbesserung. Oh, wie gemein. Erzählt mir von eurem Vetter. Ich kenne nichts hier. Mutter hatte recht. Mit geschlossenen Augen sieht die Stadt am besten aus. Aha. Okay, ist auch wieder jemand...
Okay, wir können hier wieder lange Finger machen. Das gefällt mir wirklich gut. Endlich mal wieder das. Ich bin neuerdings ja so müde. Okay, das kann ich nicht nehmen. Wir müssen noch... Was? Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt hier nicht irgendwie noch erwischt werden von irgendwelchen Wachen. So. Warum sind die alle am Schlafen? Warum liegt hier überhaupt Stroh? Nee, das war was anderes. Warum raucht es hier? Das ist aber nicht, ne? Oh. So, alles durchsuchen. Wir haben, was? Wir haben ziemlich viel gekauft, deswegen müssen wir uns jetzt wieder ein bisschen Geld reinholen. Ihr seid zum ersten Mal hier. Wie schön. Was? Woher weißt du das? Ich trage eine Maske. Ich habe nicht euer Gesicht angesehen, Sir. Alter. Hm? Oh. Okay, man kann hier definitiv erwischt werden, wie es aussieht. Du hörst auch am Dorf. Hier gucken Kinder zu. Diesen Anblick werde ich nicht so schnell vergessen. Ja, ich auch nicht. Entschuldigung, aber das musste ich mir gönnen. Okay, kann ich? Hä? Überall. Okay. Hm? Ah, okay, ich verstehe. Du siehst merkwürdig aus. Huch. Naja, du bist nicht viel besser. Ah, Hallöchen. Okay, ich muss jetzt irgendwie managen, dass ich hier... Am besten... Lauf doch. Ich wurde nicht entdeckt, oder? So, kann ich jetzt hier rum? Geht das? Tatsache. So, den schalte ich... Ernsthaft? Wer da auch ist, ich finde dich! Hä? Ach so, ich hätte die nutzen sollen, stimmt. Ich habe keine Zeit jetzt für Spielchen! Dein Ernst? Verstecken nützt gar nichts! Ich versteck mich nicht. Zurück! Komm raus, Feigling! Ich? Nein. Wieso? Wieso schleppe ich den jetzt? Dich finden, ja, ja, ja! Ich, irgendwie habe ich den jetzt aus Versehen mitgeschleppt. Hier, du setz dich mal dahin. Ich weiß es. Er ist hier irgendwo. Nein, ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Hallo? Hä? Na, hör auf. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nur ein Feuer. Das hat sogar geklappt. Au. Aber ich bin einmal ausgewichen. Boah, Leute. Ganz ehrlich. Ja, mach mal. Boah, so oft, wie ich hier gestorben bin. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich starte wahrscheinlich wieder am Anfang. Ja. Okay. Gut, liebe Leute, ich würde sagen... Ich sollte erst in Madams Gemächern suchen. Ich glaube, ich sollte erstmal eine Pause machen und mir einen starken Kaffee nehmen. Gleich die Taschen vollstopfen. Nee, halt... Nee, Garrett, du machst jetzt gar nichts mehr. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, es ist Zeit für den Endscreen. Oh, weia, liebe Leute, es tut mir so leid. Ich schäme mich gerade wirklich in Grund und Boden. Ich habe wirklich gedacht, nach Tomb Raider kann es nicht mehr schlimmer werden. Allerdings hat mich Steve alles Besseren belehrt bisher. Eigentlich kann es nur noch besser werden. Ich hoffe, das wird es auch. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Folge wieder ein, wenn wir dann den Puff unsicher machen. Und okay, vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe und alles Gute. Ciao. Times moved on. The powers have shifted. New greeds replaced the old. But to remain free in the city of chains, that is still the greatest prize. If you got a job for me, let's hear it. Are you sure you're up to it? Okay,
So, here's the gig. I've got a whole list of people with shinies worth stealing. And you've got a city to reacquaint yourself with. Northcrest Manor. Somewhere in here rests.